Also ich bin mit 5 Fotos hier an der Ausstellung beteiligt. Interessiert hat mich vor allem in meinen Fotos, in meiner Fotografie, wie viel Überreste das noch gibt vom alten Hochofenwerk auf dem Gelände. Das ist ein riesen Gelände. Na, bei dem Foto sieht man ein paar Schienen noch, Schwellen sind schon verrottet. Und alles wird wirklich hier vom Unkraut, vom Gras wieder zurückerobert, wie es wahrscheinlich mal war, vor langer Zeit. Und meine Fotos sind grafisch aufgebaut. Ich kümmere mich also mehr um Details, jetzt nicht um riesen Fabrikanlagen an sich. Hier sieht man verschiedene Mauern, Außenmauer, hier so eine Fabrikmauer, Wohngebäudemauer, Lagermauer, die alle sehr unterschiedlich sind, doch zusammenpassend auch zu verschiedenen Ebenen ergeben, räumliche Ebenen. Hier ist so ähnlich. Das fand ich einfach nur lustig. Also dahinter war so ein Recyclinghof, man sieht da gar nicht, was dahinter ist. Wie super abgesichert das ist, mit so einem 0815 Drahtzaun und richtige fette Betonteile, Fertigteile, uralt, vielleicht kommen die auch noch vom Stahlwerk. Und dahinter nochmal ein Erdwall. Also man könnte vermuten, da ist fast Fort Knox oder schweben noch ein paar Wachtürme mit Leuten drauf. Hier fand ich, bricht sich das gut, diese Industrie, die ja sehr handfest ist, ein bisschen schmuddelig. Also hier sind keine, auf dem Gelände sind keine modernen Quaderbauten, wie man die heutzutage sieht, immer überall die gleichen Wellblechhütten. Mit dieser Kunstaktion, mit den diversen Plakaten, also Einspruch ist zum Beispiel Hit Bongos, Not Girls, hier Captain Panther, irgendwie Follow Captain Panther und auch wieder grafisch eben aufgenommen, fotografiert, mir die Details. Und hier, das ist ein Detail vom Zementwerk, der größten Industrieansiedlung auf dem alten Stahlwerk. Was sich also völlig auflöst, so ein Quader, Halbkreis und dann hier ein bisschen so unstrukturierte, ockerfarbene Masse. Also mich haben eher, wie man sieht, mehr so Details interessiert, nicht irgendwie so Riesenansichten von irgendwelchen Fabriken.